Wie viele machen es denn? Nee, kaum welche. Egal. Alle ums Lagerfeuer. Er steht im Lagerfeuer. Dort bei ihm. Was guckst du? Ich gucke. Er guckt weg. Das hat jetzt prima gepasst. Ich so, was guckst du? Und dann dreht er sich so weg. Ja, cool, jetzt So. stehen die alle nur rum und keiner macht was. Lollig. Bauen wir die Grundfläche. Wie lang bis zum Rand der Karte, oder? Bis zum Rand der Karte. Soll ja ein großer Gletscher werden. Sollen wir den Gletscher ganz oben ansetzen? Oder... Also erstmal geht es hier bis hier hin. Bis hier hin. Bauen wir jetzt erstmal hier den Rand aus. Jo. Und dann füllen wir den erstmal alles mit weißen Bricks und gucken dann, wie es weiterläuft. Weil ich meine, die Grundfläche kann man jetzt hier ungefähr schön gestalten. Weil... Was weiß ist, es ist weiß. Schnee kann man nicht in... Okay, man kann noch ein paar gelbe Bricks einfügen, in die man Pipi zeigt. Ja, gelber Schnee. Es bloß nicht den gelben Schnee. Ist bloß ein Was? gelber Das Schnee. kommt zu mir jetzt erst? Und Schokoladenschnee absolut nicht essen. Das ist igittiges. Ja. Oder so einen grauen Schnee, also der sieht auch nicht gut aus. So. Jetzt erstmal diese ganze Grundfläche mit Swap hier ausfüllen. Das Streamliner oder wie auch immer, das weiß ich, kenne ich ja nicht so aus. So, Grundfläche. Also den Rand haben wir jetzt gleich schon fertig. Ey, wieso macht denn da einer blau hin? Da soll kein Blau. Okay, der macht das schon wieder weg. Gut. Haben wir gleich mal den Grundriss fertig. Oh, Klon ist gegangen. Ja, schon. Der wollte sich irgendwas zu essen oder was hat er gesagt? Dann viel Appetit. So, in welcher Ecke bauen wir einen Gletscher? Erstmal muss das hier zu. Ach, der macht das schon. Ja, so. Also erstmal bauen wir dann hier die Grundfläche. Obwohl, die machen wir erstmal nicht. Weil dann müssten wir die hinterher wieder abreißen und das wäre dann doch voll unnötig. Welche Ecke bauen denn jetzt den Gletscher? Ich mache einfach mal hier. Ja, einfach mal irgendwo hin. Ich fange in der Ecke hier an. Erstmal muss ich ganz nach oben. Und dann gucke ich erstmal. Erstmal baue ich von ganz nach oben einen Streamliner nach ganz nach unten in die andere Ecke. Und guck einfach mal, wie groß das dann ungefähr sein wird und ob die Proportionen stimmen. Kommt es mir irgendwie so vor, dass ein Streamliner halt irgendwie voll langsam? Oder waren die schon mal schneller? Ja, die waren immer so langsam. Okay, ich dachte mal, die waren schneller. Okay, genau 100 Bricks sind das sogar. Okay, das wäre ein riesiger Gletscher, so wie es aussieht. Das soll auch ein riesiger Gletscher werden. Aber er soll auch steil werden.
Alter, wie riesig. Ja, läuft. Boah, ich denke, die Map wird auf jeden Fall riesengroß. Ja. Sagt mir irgendwie meine Größe. Hier ein paar Maps, ein paar Bricks weiter runter ansetzen. Wieso gibt es eigentlich keine Lösch-Streamliners? Wäre jetzt voll hilfreich. Ja, diese Abreiß-Streamliners, das wäre doch auch total gut. Ja, das wird sogar nämlich eine Menge an Zeitkosten, wieder hergeben. Ist total langweilig, immer mit Rechtsklick diese Blöcke abzubauen. Oder man nicht einfach mal ungefähr so eine große Fläche einfach mal komplett löschen kann. Vielleicht kommen sie irgendwann noch, wissen wir noch nicht. Als ob Brick was so was schaffen würde. Okay, das ist so wahrscheinlich wie, dass die Server nicht längen würden. Ja, zur Zeit geht's ja nicht echt eigentlich. Es gab schon mal Zeit, da ging's bei mir echt gar nicht mehr. Eine Woche nach Season 2. Da konnte das Spiel echt schlimm. Oder teilweise in der Mitte von Season 2, da war es auch so abnormal laggy, Alter. Der riesengroße Berg wird das. Also wird sogar keine Fun-Map, sondern eine richtige Map. Die hätte richtig sowas wie das die werden soll. Also es wird so ein Projekt, die man keine Fun-Map wird, sondern eine richtige Map. Zumindest so richtig, wie man mit einer eine Community-Map nur werden kann. Ich habe gar nicht vorher die anderen Aufnahmen gelöscht. Das soll ich vielleicht tun, hinter Spaghetti, weil es 4 GB auf meinem Festplatte ist. Jetzt schon seit 18 Uhr. Ich hätte eigentlich schon viel früher anfangen wollen, bloß da ging es nicht. Bin ich jetzt aufgestanden? Nein, ich hatte erstmal war alles drunter drüber gelaufen und dann habe ich noch einen Film geguckt und dann so, ah nee, stimmt ja, du hast doch ein Projekt und danach kam Verwandte. Ey, wie ätzend sind das, ey? Die kündigen sich nie an. Die kommen einfach dann, wenn sie wollen, und dann kommen plötzlich Verwandte. Aber auch echt nur die beiden, die kommen, die sagen so, ich habe Geburtstag, ja, ich habe keinen Bock auf den Geburtstag, wir kommen irgendwann anders, wenn es dir nicht passt. So kommt das ungefähr rüber. Okay, der Gletscher, der ist zu flach, würde ich jetzt mal sagen. Geh dann ungefähr bis hier weiter runter, würde ich mal sagen. Ich guck mal. So was kann man natürlich auch besser im Livestream machen. So. Ich würde mal sagen, so sieht dann der Gletscher gut aus. Ich schau auch gleich mal, ich bin Quatsch. Die ziehen mich an die ganzen Streamliner. Alles hier unten ausfüllen. Alles 2500 habe ich noch. Ich hoffe, es reicht noch. Ja, das sieht gut aus. Mit dem Gletscher. Boah, ich wollte mich nochmal bedanken bei dir, dass du mich angenommen hast für Best Let's Play Together. Dürfen alle rein. Alle, die mich anschreiben. Oh, das sind schon wieder welche, die mich anschreiben. Ach, das ist nur ein anderer Anruf. Obwohl, hier, guck mal, Fabian Hiller. Dann hole ich eben dazu.
Ja, Puma wollte noch unbedingt dazu. Ja, ich will anscheinend auch dazu. Falls du nachher noch anrufen kannst oder so. Wem? Alter, den kann man nicht hinzufügen. Ja, gut. Diesem... Ah, Puma. Jetzt kann ich ihn. Hi. Und hallo. Oh, jetzt ja, hat er auch schon angenommen. Guck eben. Yo, ich alle ich mach LP, cool. Puma. Cool. Großes Bauprojekt. Der Puma ist sogar auch hier drin. Das hier ist dann der Gletscher. Ja. Sieht dann doch so gut aus. Also es wird nur eine Seite des Gletschers sein. Wenn man die dann noch so dreidimensional baut, hier dann so hin, wird dann... dann hier oder sollte der noch steiler werden? Wenn noch steiler wird, dann wird er ja auch schwerer zu bezwingen. Das heißt, ich denke, das müsste eigentlich so ganz gut sein. Sieht ja auch nicht so schlecht aus. Ja. Steiler wäre, glaube ich, zu extrem. Dann müsste man ewig schon hören machen, bis man oben ist. Ich denke, so wäre es ein Prinzip. Ja. Ich mache das dann auch so, dass die Geistes, die okay. Spawns so sind, dass sie auf dem Gletscher sind. Ist nicht gerade irgendwie dumm, dass wir das Feld hier unten ausfüllen? Ich meine, hier kommt dann, ja. Wir füllen hier gerade unten doch so ein Feld was? Aus. Also. Das, wenn wir hier den Berg bauen, dann wäre es unten drunter doch eh hohl, oder? Ja, deswegen wollte ich okay. Ja, dass sie auf der anderen Seite alles nochmal weg. Obwohl, nee, das braucht ihr nicht. Kann ja ruhig da lassen. Aber am Ende machen wir es hinterher weg. Weil hier, auf der Seite können wir dann schon mal anfangen, alles voll zu machen. Keine Ahnung. Hat Klon gesagt, wann er wiederkommt? Oder überhaupt nochmal wiederkommt? Ich mach mal Passwort raus. Ich glaube, weil niemand kann sich ein Passwort merken. Er hat geschrieben, der muss einkaufen. Ach so. Ja, wurde geschrieben, der geht essen. Alter, wurde ein Penis gebaut. Boah, ich muss mir gleich mal Streamliner kaufen, was auch immer das ist. Die gehen mir langsam aus. So, nochmal abspeichern. Iceland wurde gespeichert. Werde ich ihn da auch noch umbenennen. Den Namen dieser Map werde ich auch in einer Umfrage machen. Dann frage ich vorher sagen, ey, ich schlag meinen Namen vor für die Map. Und dann so, ey, stimmt ab, für welchen Namen seid ihr? Also ungefähr voll die Community-Map wird das, ey. Eispenis. Da gibt's Vorschläge mit Super Eispenis. Aber ey, ich bin dazu. Einzig sicher. Da hat man doch keine Lust. Two Summer Two ist wieder da. Oh, guck mal, wieder zwei Nachrichten in Sky, aber niemand interessiert. Oh, guck mal. Puma gleich Killer. Oh, soll ich mal alle kicken? Nein, natürlich nicht. Ich baue auch mal ein bisschen mit. Wieder mal ein bisschen mit. Die Mastermap, die ist ja meine voll die geniale Sniper-Map gewesen. Was war denn deine letzte Map? Was? Die letzte Map, die müsste... Ja, wann habe ich denn meine letzte Map gebaut? Die letzte Map, das ist das Abo-Special-Map gewesen. Ja, das war die Karnevals-Map mit dem Divi-Spiel drauf. Boah, Alter, wieso portet jemand die ganze Zeit die Hey, wenn ich jetzt einen erwische, dass der nochmal Penis erbaut, dann kick ich. Geil.
Ah, der Puma benutzt Hausschuhleiner. Pilzebau verboten. Hab ich das? So genial, ey. Einfach alle. Einfach alle. Es macht Spaß, was zu machen.